Mein heutiger Gast ist Skip Garmo, eigentlich Dr. John Skip Garmo. Er ist der Präsident von Mission to Children, einer Organisation, die Nahrungsmittel, Unterkünfte, Ausbildungsmöglichkeiten und lebensverändernde Bibelstunden für vernachlässigte Kinder anbietet. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für das Wohl von Kindern und die Entwicklung hin zu einem Charakter nach dem Vorbild Jesu ein. Skip ist außerdem der leitende Redakteur der Cultivating Character Trainingsreihe für Erzieher und Eltern. Sie wurde in 20 Sprachen übersetzt und in 17 Ländern an über 1 Million Menschen überreicht. Bitte heißen Sie Skip Garmo willkommen. Hallo Skip. Hallo Bobby, es ist eine Freude, hier zu sein. Es ist eine große Ehre für uns. Wir sind beeindruckt von den vielen großartigen Dingen, die Sie auf der ganzen Welt bewirken. Sie haben sogar einmal hier in Anaheim gearbeitet, mitten in der Geschäftswelt Amerikas. Aber Sie sind eigentlich Pastor, ein ordinierter Geistlicher. Erzählen Sie uns, woher Ihre Leidenschaft kommt, Kindern in der dritten Welt zu helfen. Ich habe als Junge ein paar Jahre in Bolivien gelebt. Meine Eltern waren Missionare und daher wurde ich schon als Kind an einen interkulturellen Lebensstil gewöhnt. Das war vermutlich ein Teil von Gottes Plan. Ich schaute in die Bibel, als Mission for Children mich vor 16 Jahren ansprach und mich fragte, ob ich daran interessiert wäre, für ihren Dienst das aufzugeben, was ich bisher gemacht hatte. Dabei sind meiner Frau Jen und mir verschiedene Dinge klar geworden. Eine Sache ist, in der Bibel entdecken wir, dass sich Gott um die kümmert, um die sich sonst niemand kümmert. Kinder, die in einer Krise stecken, liegen Gott sehr am Herzen. Jesaja 1 spricht davon und auch Jakobus 1 berichtet davon. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament machen es sehr deutlich. Gott sorgt sich um die Kinder, die anderen Leuten egal sind. Das zu tun wurde zu einem Teil meiner Berufung. Zusätzlich war die Möglichkeit, auf eine Art zu dienen, sehr ansprechend für mich. Mit der Zeit hat Gott uns geholfen zu verstehen, dass diese Kinder in den unterschiedlichen Ländern nicht nur Versorgung benötigten, sondern auch Charakterstärke. Von Theodore Roosevelt wird behauptet, er habe gesagt, nur den Verstand eines Menschen zu erziehen und nicht auch seine Moral bedeutet, eine Bedrohung für die Gesellschaft heranzuziehen. Beeindruckend. Ein fesselnder Gedanke. Ja. Wir haben uns die Organisation angesehen und gesagt, Gott öffnet hier eine Tür. Das, was ich tue, in diesem Fall Präsident einer Firma zu sein, würden andere Leute liebend gern tun. Ich kann delegieren und einen Weg einschlagen, den vielleicht nicht so viele Menschen voller Freude gehen würden. Ihr Buch heißt The Leader's Secret. Das ist ein Wortspiel aus Sehen und Geheimnis. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen und Gottes Antworten auch anzunehmen. In dem Buch beschreiben Sie eine Kernstrategie, die Sie anwenden, um Kindern und jungen Leuten zu helfen. Erzählen Sie uns davon. Es geht um einen Aspekt, auf den wir als Leiter gestoßen sind. Es geht dabei um eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Sie und ich und jeder andere auch haben kann. Auch als Elternteil, wenn Sie daheim die Führung übernehmen. Bemühen Sie sich nicht nur um die richtigen Antworten zu allen Fragen, die kommen, sondern stellen Sie die richtigen Fragen. Peter Drucker und andere, die Experten im Management und Leiterschaft sind, haben gesagt, die Probleme von heute sind die Lösungen von gestern. Das ist gut. Und wenn das stimmt, dann haben wir die Problemlöser von gestern nicht die richtigen Fragen gestellt. Wir müssen das in unseren Verantwortungsbereichen tun, die Einfluss auf andere haben. Das ist eines der Hauptthemen dieses Buches, das eigentlich eine Art Gleichnis ist. Eine kurze Geschichte in Verbindung mit einem Studienbuch. Der Aspekt, den wir uns als Leiter eines Dienstes ansehen müssen, ist folgender. Was ist es, was Gott von uns allen am Ende unseres Lebens möchte? Es geht nicht so sehr darum, wie viele Bücher ich geschrieben habe, wie viele Menschen ich kenne oder welche Orte ich besucht habe. In 1. Korinther 13 heißt es, dass ich der talentierteste Redner sein könnte oder für meinen Glauben bekannter sein könnte als alle anderen. Doch das alles würde keine Rolle spielen, wenn ich keine Liebe hätte.
die Art von Liebe, die Gott für uns zeigt. Wenn wir uns diese Liebe ansehen, worum geht es dabei? Um Demut, Geduld, Freundlichkeit. All das sind Charakterzüge, die essentiell für uns sind. Das ist es, was wir den Kindern und Jugendlichen helfen möchten zu verstehen. Aber auch Regierungsbeamten, Professoren oder Geschäftsleuten und auch Kinder in meinem Alter brauchen diese Eigenschaften. Ja. Ich brauche das heute genauso sehr, wie es ein 16-Jähriger braucht. Die Probleme sind nämlich die gleichen. Sie bringen diesen Kindern auch eine ganz bestimmte Sache bei. Ich glaube, dass viele Experten behaupten, dass eigentlich jeder ein Leiter ist. Jemanden anzuleiten bedeutet, dass man zumindest einen Menschen hat, der einem folgt. Ich würde sogar sagen, dass es einfach bedeutet, dass man einen gewissen Einfluss hat. Es bedeutet nicht einmal, dass sie ein guter Leiter sein müssen. Es bedeutet nicht automatisch, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber jeder von uns hat Einfluss. Niemand ist eine Insel, stimmt's? Jeder beeinflusst durch sein Verhalten andere Menschen. Wir beeinflussen andere, auch wenn wir keine großartigen Leiter sind. Sogar Kinder sind Leiter. Ich glaube, dass diese Annahme stimmt. Einer der Gründe dafür, warum sich viele Menschen so unmoralisch verhalten, liegt darin, dass sie nicht verstehen oder keine Verantwortung dafür übernehmen wollen, dass auch sie Leiter sind. Das ist ein wichtiger Aspekt. Sie sprechen davon, dass jeder ein Leiter ist. Der Kern jeder Leiterschaft ist der Charakter. Da haben Sie recht. Wenn ich mit einem Wort definieren sollte, was Leiterschaft ist, würde ich Einfluss sagen. Das haben Sie ja schon erwähnt. Das ist der Einfluss einer Mutter auf ein Kind, der Einfluss des Lehrers auf die Klasse, eines Vorgesetzten innerhalb einer Abteilung seines Unternehmens. Wo auch immer wir sind, wir haben die Möglichkeit, andere zu beeinflussen. Das ist Leiterschaft. Gott beruft uns zu einer höheren Berufung. In Römer 12 steht: Passt euch nicht dem Lauf dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln. Lassen Sie Gott Ihren Verstand erneuern, damit Sie die Weisheit haben, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, um diese Dinge zu tun. Vielen Dank, Skip. Skip hat das Ziel für seinen Dienst, 1% der Weltbevölkerung zu erreichen. Das klingt wenig, aber ist in Wirklichkeit sehr viel. Wie viele? 60 Millionen? Fast. Man vermutet, dass es bis 2020 etwa 70 Millionen Menschen sein werden. Das ist unglaublich. Skip Graymo, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir beten für Sie und glauben an die gute Arbeit, die Sie tun. Sie haben uns heute gesegnet. Wenn wir nach Hause gehen, werden wir über die Bestimmung und den Charakter nachdenken, die wir in unserer Leiterschaft einnehmen. Vielen Dank nochmal. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Gott segne Sie.